Assalamu alaikum. Der angesehene islamische Gelehrte Professor Dr. Ahmed Taha Rayan, Mitglied des Seniorgelehrtengremiums der Azhar und führender Vertreter der malikitischen Rechtsschule in Ägypten und der islamischen Welt, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Das Totengebet fand am Mittwoch nach dem Mittagsgebet in der Azhar-Moschee statt, besucht von zahlreichen Persönlichkeiten. Großimam Dr. Ahmed Al-Tayeb und Großmufti Dr. Shawshi Alam würdigten ihn als herausragenden Gelehrten und betonten seinen enormen Beitrag zur islamischen Rechtswissenschaft. Rayan hinterlässt ein umfangreiches wissenschaftliches Werk, das islamische Recht, Persönlichkeitsrechte und Finanztransaktionen umfasst. Er engagierte sich in Lehre und Forschung an der Azhar sowie auf internationalen Konferenzen, verfasste zahlreiche rechtswissenschaftliche Schriften und betreute viele akademische Arbeiten.